Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwendeckschmiede mit der letzten Fraktion, die uns noch fehlt. Jetzt haben wir von jeder Fraktion mal ein Deck vorgestellt. Es werden aber noch weitere kommen. Es ist wieder ein relativ, ich sag mal, ein stärkeres Deck und es ist vor allem, wie ich finde, ein persönlich ziemlich cooles Deck. Hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich bin ich nicht so sehr gerne ein Nilfgaard-Spieler. Es ist ein Alchemie-Nilfgaard-Deck. Alchemie-Nilfgaard hat mit dem Patch einige sehr coole Karten dazu bekommen. Ich fange diesmal auch lieber direkt mit den guten Karten an. Mit denen, die dieses Deck überhaupt ausmachen, fangen wir an mit den Vipernhexern. Davon spielen wir drei Stück. Die Vipernhexer sind eine Karte, die ist jetzt neu dazugekommen und sie verursacht für jede Alchemie-Karte in deinem Startdeck einen Schaden. Das heißt, jede Karte, die zu Beginn des Spiels, also jede Alchemie-Karte, die zu Beginn des Spiels in dem Deck war, boostet diese Karte. Es ist egal, ob man in der letzten Runde den Vipernhexern ausspielt, der Schaden verändert sich gar nicht, auch wenn im Deck Alchemie-Karten fehlen. Und dieses Deck spielt insgesamt 10 Alchemie-Karten. Das heißt, der Vipernhexer ist einfach eine 15er Stärke Bronze-Karte, wenn man es so haben will. Ist schon ziemlich stark. Und weil das restliche Deck halt auch, ich sag mal, wunderbar funktioniert eigentlich. Ich hätte es nicht gedacht. Es spielt sich halt richtig smooth. Also das ist halt so die Haupt-Removal-Sache oder die Haupt-Schädigende-Gegner-Sache, die man im Deck hat. Dadurch, dass wir natürlich so viele Alchemie-Karten haben, ist der, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, der Novize, der Vicovaro-Novize, eine relativ coole Karte. Man kann sich zwei Bronze-Alchemie-Karten aus dem Deck ausgucken und dann eine spielen. Wir spielen insgesamt 6 Bronze-Alchemie-Karten. Wir spielen dreimal das Mahakamael, sollte eigentlich jedem bekannt sein, verbessert immer eine Einheit in jeder Reihe um 4, das heißt, wenn man die ausspielt, insgesamt 12 Stärke, wenn man in jeder Reihe eine Kreatur hat, relativ cool. Oder die Salbe. Die Salbe ist auch neu dazugekommen und das Coole an der Salbe ist, es ist erstmal eine Wähle-Option, es ist aber auch gleichzeitig eine Alchemie-Karte und sie hat einen Retz-Effekt. Und dieser Retz-Effekt ist in diesem Deck sehr stark, denn die erlaubt es uns, eine Bronze-Einheit mit einer maximalen Stärke von 5 wieder aufleben zu lassen. So, wenn man sich das Deck jetzt mal genauer anguckt, wir haben nur Bronze-Karten, die unter 5 Stärke haben. Und, naja, ich sag mal, selbst wenn man jetzt nicht so eine nicht gute Karte auferstehen lässt, wie Novizen, ist das relativ cool. Aber wenn man einen Vipernhexer mit 5 Stärke auferstehen lässt, dann ist das ein absoluter Traum. Weil dann hat man einfach nochmal 15 Stärke mit einer Bronze-Karte. Also eine ziemlich starke Karte. Dann spielen wir dreimal den Sklaventreiber. Es gibt noch eine andere Option, die man spielen kann, und zwar, Moment, hier die Sklaveninfanterie. Die Sklaveninfanterie packt halt in jeder Reihe automatisch eine Kreatur, also eine Dreierstärke-Karte. Ist eine relativ coole Option, vor allem, dass man dann sofort ein Mahakamael nachspielen kann. Ich finde allerdings den Sklaventreiber besser, auch wenn es ein Random-Effekt ist. Was er macht, er erschafft eine Bronzeinheit aus dem Startdeck des Gegners. Das heißt, wenn man ihn ausspielt, kriegt man eine Option zwischen 3 Karten. Zwischen 3 Bronzekarten, die der Gegner an seinem Startdeck hatte. Und der Sklaventreiber ist, ich würde sagen, von der reinen Stärke her ein bisschen stärker als die Infanterie. Das Problem ist halt nur, es ist eine Karte, die man sich aussuchen kann. Manchmal kann man allerdings auch Pech haben. Ne? Ich sag mal, manchmal kriegt man vielleicht nicht die tollsten Optionen, aber im Allgemeinfall spielt jedes Deck eine starke Bronzekarte. Und der Sklaventreiber ist da einfach nur eine ziemlich coole Karte. Er bringt, ich sag mal, im Durchschnitt eine 8er Stärke-Karte aufs Feld. Das heißt, er ist ein bisschen stärker, er pflastert auch nicht so die Reihen zu. Aber das besonders coole an ihm ist, man kann sich halt Karten aussuchen, die man braucht. So, wenn man jetzt gegen Gegner spielt, die, sag ich mal, die Handbuffen von Scoia'tael, kann man die Karten spielen. Man kann aber auch nördliche verfluchte Einheiten spielen und kann damit Kombos machen. Also es ist einfach eine relativ gute Karte, bei der ist es auch so, es ist egal, wenn der Gegner keine Karten mehr im Deck hat, man kriegt trotzdem die Auswahl von 3 Karten und es ist eigentlich immer was Starkes dabei. Und der Sklaventreiber ist die Hauptkarte, um unsere, ich sag mal, Reihen ein bisschen zuzupflastern, dass wir halt ein gutes Mahakamael raushauen können. Silberkarten, wir spielen auf jeden Fall die Spionen. Das Deck kann sich, also mildt sich relativ stark selber. Man sieht es halt, wir haben relativ viele Karten, die Karten aus dem Deck rufen. Spion ist einfach nochmal, um einen Kartenvorteil zu kriegen. Gessen den Besekt ganz gut. Dann spielen wir Peter. Ja, der gute Peter ist momentan eigentlich eine relativ starke Karte. Das Problem ist halt, es gibt momentan sehr viele Decks, die, ich sag mal, Kreaturen hochboosten. Nicht alle, aber selbst wenn, kann man Peter auch noch anders nutzen. Aber gegen gewisse Decks ist Peter einfach momentan
nicht wegzudenken. Ist allgemein eine sehr starke Option. Wenn man Peter jetzt nicht unbedingt im Deck haben will, sagt, okay, ich habe jetzt kaum Gegner, die sich hochbuffen, dann ist die andere Option Sire. Sire lässt uns halt nochmal zwei Bronze- oder Silberkarten aus dem Friedhof ins Deck schieben. Das ist relativ cool, denn wir spielen das Deck mit Roach oder Plötze. Und man könnte zum Beispiel Plötze zweimal rufen. Ne? Das wäre eine Option. Moment, Froschmalz. Oh, ich werd krank. So kurz vor Weihnachten. Heute ist übrigens der 24., glaube ich, wenn die Folge rauskommt. Also frohes Fest. Muss man sich überlegen, ob man lieber Peter oder vielleicht Sire haben will. Kann man sich aussuchen. Sind beides gute Karten, aber wir spielen hier lieber mit Peter. Ja, Plötze, haben wir schon gesagt. Kommt immer aus dem Deck, wenn man eine Goldeinheit ruft. Mit Sire könnte man sie sich noch theoretisch zurück ins Deck legen und könnte sie halt ein zweites Mal rufen, was relativ cool ist, denn wir spielen mit der Araunwurzel. Die Araunwurzel ist entweder dazu da, eine Einheit zurückzusetzen und sie um 6 zu schwächen, oder man kräftigt eine Einheit dauerhaft um 6. Wenn man das zum Beispiel mit Plötze macht, man spielt, weiß ich nicht, eine Goldkarte, also in dem Falle Vesemir wäre ganz gut. Vesemir holt Plötze raus, packt eine Araunwurzel auf Plötze, hat dann eine 10er Stärke und dann kann man ihn wieder zurück ins Deck mischen. Das heißt, man zieht auf jeden Fall, wenn man die nächste Goldkarte dann ausspielt, auf jeden Fall nochmal eine 10er Karte aus dem Deck. Ist auch eine starke Kombo. Aber wie gesagt, Peter ist halt wichtiger. Ja, Araunwurzel, Effekt habe ich schon gesagt, ist einfach eine ziemlich gute Alchemiekarte. Vor allem ist es auch nochmal eine Alchemiekarte. Die kann sehr verheerend sein, vor allem für Konsum-Monster-Decks. Dann einmal das verdorbene Ale. Das verdorbene Ale ist eine, ich sag mal, sehr starke Alchemiekarte. Sie macht, wenn es gut läuft, insgesamt 18 Schaden. Nur es ist ein Traum, den wird man nicht immer zu sehen bekommen, denn es gibt viele Gegner, die wissen, dass Nilfgaard Alchemie verdorbenes Ale spielt und spielen deshalb nur in einer Reihe. Man könnte das verdorbene Ale auch noch rauspacken. Ich habe es teilweise, jetzt habe ich schon wieder so einen Froschmalz, ich habe es teilweise mal versucht mit der Dimitriumsbombe. Gegen gewisse Decks war es besser, aber auch nicht gegen alle. Das ist einfach so eine Sache, gegen was man häufiger spielt, kann man sich halt aussuchen, was man dann aus dem Deck rausholt. Man kann aber auch noch den Runenstein, den haben wir auch im Deck, könnte man auch durch eine Dimitriumsbombe ersetzen. Die Runensteine sind tatsächlich die Karten, die, ich sag mal, Random-Karten, die ich diesen Patch nicht so toll finde, einfach weil die Auswahl zu groß ist. Ja, also jede Fraktion hat ungefähr 20 Silberkarten plus minus ein paar vielleicht in dem Deck. Das heißt, der Runenstein hat eine ziemlich breite Auswahl, was man überhaupt spielen kann, und dass man die Karte kriegt, die man braucht, ist nicht wirklich gegeben. Ist sogar eher, nein, ich sag mal, relativ schlecht gegeben. Es ist aber trotzdem eine Alchemiekarte. Man kann eine coole Karte damit rausziehen. Ich hatte zum Beispiel einmal den Traum, da habe ich gegen dieses neue Konsum-Lecker-Deck Spheres gezogen und habe mit Spheres einfach die gesamten Mecker aus dem gegnerischen Deck rausgeworfen. Da war der ein bisschen traurig, hat sofort aufgegeben. Klar, Strategie des Decks komplett zerstört, aber vertraut nicht drauf. Der Runenstein bietet tolle Optionen, aber sie sind nicht immer so toll, wie sie zu sein scheinen. Er ist ein bisschen trickige Karte. Also ich mag die Runensteine einfach nicht. Die sind mir zu random abhängig. So, dann kommen wir zu den Goldkarten. Haben wir ja schon gesehen, Vesemir. Ist eigentlich klar, wir spielen sau viele Alchemiekarten in dem Deck. 10 Stück, um genau zu sein. Vesemir hat auf jeden Fall immer eine Karte, die er rausholt. Ja, muss man halt überlegen, was man rausholen will. Raunwurzel ist gut, verdorbenes Ale ist gut. Man kann sogar den Runenstein spielen, selbst wenn die Karten raus sind. Hat man immer noch die Option auf eine Salbe oder auf einen Ale. Also Vesemir ist in diesem Alchemie-Deck einfach nur top. Einfach weil er mit diesen Alchemie-Karten wunderbar funktioniert. Machen wir Karl hier später. Erstmal Wilgefortz. Wilgefortz kennen wir auch. Zerstört eine Einheit und spielt eine Einheit aus dem Deck. Man könnte auch noch eine gegnerische Einheit zerstören, dass der noch eine Karte zieht. Dafür muss er allerdings gepasst haben. Weiß nicht, ob das so toll ist, aber wir haben ja auf jeden Fall in dem Deck, man hat das schon gesehen, Karten, die nicht wirklich viel Stärke haben. Wenn man jetzt nicht unbedingt Mahakammer Alien auf die raufpackt und sie damit boostet, kann man natürlich Zweier- oder Einser-Karten sehr leicht verbrennen. Das heißt, Wilgefortz ist auch nochmal eine coole Option, um eine Karte zu ziehen. Die Kräuterprobe, auch eine Alchemie-Karte und sogar eigentlich eine ziemlich starke in diesem Deck. Die Kräuterprobe fügt einer Kreatur 10 Schaden zu, ist es eine komplett neue Karte, es sei denn, es ist eine Hexer-Karte. Wenn die Karte diesen Effekt überlebt, wird sie auf 25 Stärke verbessert.
Wir haben in diesem Deck insgesamt 4 Hexer, also einmal Wesemir und dreimal die Vipernhexer. Wir können natürlich mit der Kräuter, mit der Salbe können wir natürlich noch die Vipernhexer wiederbeleben. Wenn ich mal eine Kräuterprobe einfach auf so einen Vipernhexern spielt, dann ist er natürlich sofort eine 25er Stärkekarte. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit Cirinova, aber auch nicht so ganz, denn die Karte wird halt verbessert. Mit einer Reset-Karte kann man die Verbesserung einfach wieder runternehmen. Das heißt, man sollte die Kräuterprobe, wenn man sie zum Buffen benutzt, möglichst spät ausspielen. Der füge eine Einheit 10 Schaden zu. Ist jetzt nicht ganz so toll, weil eine Goldkarte, die einfach nur 10 Schaden macht, ist, sagen wir mal, relativ mau. Aber dadurch, dass wir in diesem Deck halt viele Hexer spielen, ist es eine absolut Top-Karte. Man kann einfach eine Karte sehr hoch buffen. Man muss nur wirklich aufpassen mit der Karte, ne? Und Cirinova ist in diesem Deck tatsächlich nicht so gut, weil jede Bronzekarte, die wir im Deck haben, spielen wir dreimal in dem Deck. Wenn ich jetzt sage, okay, wir müssten hier rauscutten oder so, dann würde das Deck eher mehr Schaden allein, als dass es durch Cirinova gewinnt. Ne? Auch wenn viele glauben immer noch, Cirinova sei aktuell eine der Top-Karten. Es geht. Sie ist okay. Und ja, dann haben wir noch Kahia. Kahia haben sie geändert mit dem Patch. Kahia benutzt nicht mehr die Fähigkeit, die unser Leader hatte, sondern Kahir lässt unseren Leader wieder auferstehen. Ja, die Anführer landen jetzt im Friedhof und im Friedhof kann man ihn mit Kahir wiederbeleben. Es ist, glaube ich, aktuell die einzige Karte, die einen Anführer wiederbeleben kann. Das heißt, dass die Anführer im Friedhof kommen, ist halt nur für Kahir gut. Das heißt aber auch, man muss aufpassen, denn früher konnte man halt seinen Leader und Karl hier im selben Zug spielen. Jetzt muss man allerdings den Leader erst auf dem Friedhof haben. Man könnte ihn zum Beispiel mit Wilgefurz wegbrennen. Das Problem ist halt, wenn der Leader komplett verschwindet aus dem Spiel, ist Karl hier nutzlos. Weil Karl hier ist wirklich nur da, um den Anführer aufzustehen. Als Anführer haben wir John Calvate gewählt. Die Sache ist halt, John Calvate ist der flexibelste Anführer für dieses Deck, ne? M hier, dass man eine Karte ausspielt und eine andere Karte wieder zurück auf die Hand nimmt, ist nicht so toll, weil ja, man könnte es mit den Vipernhexern oder vielleicht sogar mit Peter benutzen, ja, oder Sklaventreiber, aber Sklaventreiber ist dann auch nicht so der tollste Effekt. Das Problem ist halt eher an M hier, naja, er ist nicht so flexibel und er mildet das Deck nicht, denn man will natürlich die Karten, also man will auf jeden Fall Kräuterprobe oder so für die Ende ziehen. Und John Calvate, wenn man ihn zweimal spielt, ist es halt besser, weil man spielt nochmal zwei Karten aus seinem Deck aus. Über Morwen will ich gar nicht reden hier. Morwen. Denn Aufdecken bringt in diesem Deck überhaupt nichts. Ja, John Calvate einfach nochmal coole Option. Man zieht sich die obersten drei Karten an, kann eine davon ausspielen. Ist auch nochmal flexibler. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Wesemir aufdecke, aber gleichzeitig meine letzten zwei Alchemiekarten, will ich natürlich mein Wesemir rufen. Da muss man halt drauf achten. Man kann aber auch so Kräuterprobe holen. Aber man kann sich halt vor allem die Karte aussuchen, die man spielt. Was nochmal stärker ist. Ansonsten, ja, es ist ein relativ cooles Deck. Es spielt sich relativ flüssig. Die Spiele, die ihr gleich sehen werdet, sind leider jetzt von mir alleine aufgenommen, weil wir haben dieses Deck nicht mehr geschafft, im Vorweihnachtsstream zu zeigen. Uns haben einfach noch die Karten gefehlt. Uns hat einfach die Kräuterprobe gefehlt. Und wir hatten jetzt erst Glück, dass wir die jetzt nachmachen konnten. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wie gesagt, diesmal dann ohne Facecam, ich komplett alleine. Aber kommt trotzdem eine Folge. Das ist halt der Nachteil. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und wir sehen uns gleich in den Runden weiter. Wieder. Bäh. So, dann sind wir auch schon im Match. Wir spielen gegen Dagon. Ich gehe mal davon aus, dass Dagon dieses Relikt-Konsum-Deck ist, was aktuell eher häufiger gespielt wird. Ich weiß es aber noch nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal Smart KML. Plötze wollen wir nicht haben. Okay, wir haben Vipernhexer, relativ cool, zweimal Salbe. Jetzt die Frage, die Raunwurzel behalten oder mit Wesemir rausholen. Ich würde ganz gerne tatsächlich noch ein paar Karten, ein paar andere Karten haben. Das heißt, ich werde die... oder so ein verdorbenes Ale. Ne, ich werde die Raunwurzel wieder zurückpacken. Und wir ziehen noch einen Sklavenmeister. Okay. Ist eine relativ okaye Hand für den Start. Wir haben auf jeden Fall Kahir ist das Problem. Kahir ist auch in der ersten Runde, wie schon gesagt, eine tote Karte. Und unser Anführer lebt halt noch. Wir müssen mal gucken, was er jetzt spielt. Das Deck bedient sich auch leider nicht einem Wetterclear-Effekt. Das heißt, wenn er seinen Nebel ausruft. Oh, das gefällt mir natürlich, dass er die Fiend spielt, denn
Er spielt auch die Zyklopen. Wir können jetzt einfach mit dem Sklaventreiber einen Fiend rausholen. 13er Stärke Bronzekarte ist ein Traum. Ja. Nilfgaard hat leider mit dem Patch auch teilweise ein bisschen eingesteckt, was ich so gemerkt habe. Also Spione wurden so gut wie gar nicht genervt. Aber... ich habe gegen ein paar Spion-Decks schon gespielt. Sie sind, finde ich, nicht mehr so flüssig, wie sie früher mal waren. Also sie sind nicht mehr so... Wie soll ich sagen? So stark, auch wenn sie ein bisschen gebufft wurden. Jetzt holt er hier einen positiven Wettereffekt raus. Ich glaube es aber nicht. Sie sind leider nicht mehr so stark, wie sie früher mal waren. Das lässt sich halt safe über sie sagen. Jetzt haben wir die Option, was holen wir noch raus? Wir könnten natürlich noch einen Sklaventreiber spielen. Wir könnten aber auch John rausholen und vielleicht noch auf einen Novizen hoffen. Das ist tatsächlich sexy. Er spielt selber mit der Clear. Okay. Die andere Sache ist, Milgaard ist leider... Naja, was heißt leider? Milgaard ist mit dem Patch gestorben, denn sie haben die Mill-Karten ein bisschen geändert. So. Einfach noch einen Novizen rufen. Wir wollen das Deck natürlich in der Runde, in der wir gewinnen, ein bisschen millen. 19 Stärke vorne, ist schon eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, 17. Na, Vesemir werde ich mir wahrscheinlich, also die Raunwurzel allgemein werde ich wahrscheinlich für die letzte Runde aufheben, denn ich will seine Ghule, die sich wahrscheinlich hochfressen werden, wieder zurücksetzen. Das ist relativ cool. Ja, spiel da was hin. Das ist tatsächlich in Ordnung. Verdorbenes L ist zwar jetzt nicht die beste Karte, weil sie eine Karte halt mit zwei Stärke weniger trifft, aber es ist eine Karte. Okay, jetzt können wir mit dem Vipernhexer auf jeden Fall seine Bestie im Mondlicht ausschalten, was auch nicht so schlecht ist. Kommt noch der zweite Nebel, ist auch nicht kritisch. So, bevor die dich noch weiter hochbuffen, machen wir sie weg. Naja, also Milgaard, wie gesagt, wurden halt die Karten geändert, dass manchmal, also diese Karten, die beide Karten aus, also beiden Spielern was aus dem Deck ziehen lassen, die sind leider weg. Was relativ cool ist. Für Leute, die es gehasst haben, gegen Nilgaard zu spielen. Ich war selber einer davon. Okay, jetzt hat er einen Ghoul hochgebufft. Was wurde nochmal mondlich gebufft? Das waren Bestien und Vampire. Das heißt, wenn ich jetzt passe, haben wir entweder eine letzte Runde, die, also die, wenn er jetzt auch dann sofort passt, entweder wird es ein Unentschieden in der Runde oder er holt sich die Runde noch, hat dann allerdings zwei Karten weniger. Ich könnte jetzt natürlich aber auch noch Vesemir ausspielen, könnte eine Ghoul zurücksetzen. Aber das bräuchte ich vielleicht auch noch für die letzte Runde. Ne? Das ist jetzt halt die Frage, was machen wir? Da würde ich tatsächlich sagen, ich passe. Jetzt hat er nämlich die Wahl. Entweder er will jetzt ein Unentschieden. Er will ein Unentschieden und das heißt, wir kommen in die letzte Runde mit einer kurzen Runde. Ist relativ cool. Wir haben eine Karte noch mehr. Wir können unsere Hexer wiederbeleben, wir können unseren Lila wiederbeleben. Also wir haben vieles, was wir haben wollen. Plötze wollen wir natürlich nicht auf der Hand haben. Plötze ist doof, sehr doof. Ha, die Alraunwurzel. Die ist leider auch nicht so schick. Wir müssen anfangen. Das ist natürlich das Problem. Ich könnte natürlich K hier spielen, könnte wieder den Lila spielen. Ist, glaube ich, sogar am Anfang die beste Option, weil die anderen Optionen machen halt nur Schaden. Auf jeden Fall schön in den Reihen verteilen. Sklaventreiber. Und einen Erzgreif. Okay. Ja, also man merkt, das K hier ist eine relativ starke Karte, vor allem mit John Cavade. 22 Stärke mit einer Karte. Allgemein, das habe ich so diesen Patch bemerkt, ist es wieder sehr gut möglich, dass man sich halt so eine extrem starken Runde mit einer Runde aufbaut. Was natürlich auch für Spion-Nilfgaard ein bisschen doof ist, weil Spion-Nilfgaard war früher mit die einzige Fraktion, die eine richtig starke Powerkarte rausholen konnte. Also wenn man halt Rainfahren gespielt hat, mit Joachim dann eine Brigade rausgeholt hat. Ja, klau dir ruhig die Einser.
Eins ist relativ stark. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich überlege gerade wegen Vesemir. Ne? Vesemir ist halt, wir könnten uns natürlich noch ein Ale holen, wir könnten uns einen Runenstein holen oder wir könnten uns eine Salbe holen. Ist ein Ale besser als... Ist ein Ale besser als eine Random-Karte von Nilfgaard? Ich würde fast sagen, ja. Will ich das Ale jetzt rausholen? Ich würde fast sagen, ja. Tomfoolery, enough! Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von diesem Runstein. Wenn wir eine schlechte Karte kriegen, ist es relativ doof. Da ist noch ein Ghoul. Frisst sich wieder hoch, kein Problem. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir haben auf jeden Fall zwei Salben auf der Hand. Wir haben aber nur einen Vipernhexer auf dem Friedhof. Also wir werden auf jeden Fall einen Vipernhexer wiederbeleben. Mit dem anderen könnte ich jetzt theoretisch noch einen Sklavenmeister wiederbeleben oder einen Novizen. Der Novize könnte mir noch eine Salbe holen und dann könnte ich noch einen Sklavenmeister wiederbeleben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Novizen wiederbeleben, einfach das Maximale aus dieser Salbe rauszuholen. Ich spiele jetzt aber erstmal einen Vipernhexer. Schwäche ihn noch. Wir haben halt den Vorteil, dass wir die letzte Karte spielen. Und wir werden, wenn er keine tötet, auf jeden Fall drei Hexer rausholen. Das ist relativ cool. Ich hätte natürlich jetzt auch den Ghoul, ich Vollidiot, mit der Raunwurzel schwächen können. Wäre, glaube ich, sogar besser gewesen. Egal. Spielen wir erstmal Salbe. Medic, wiederbeleben. Zack. Salbe aus dem Deck holen. Wiederbeleben. Und dann ein von denen. Ich werde sogar einen Ghoul nehmen, weil wir haben noch einen Zehner auf dem Friedhof. Das ist sogar besser. Also man merkt, dass die Sklavenmeister, auch wenn sie diesen Random-Effekt haben, sind eigentlich sehr stark. Ne? Das ist halt so dieses Beeindruckende. Aber hier ist es auch wieder, je geringer die Auswahl ist bei so einem Random-Effekt, desto besser wird halt die Karte. Okay. Die Alraunwurzel ist jetzt leider nicht so gut. Ich könnte hingegen jetzt den letzten Vipernhexer wiederbeleben und könnte ihn nochmal schaden. Wir haben dann drei Hexer auf dem Feld. Und wir liegen trotzdem noch 5 Punkte vorne. Ich werde es trotzdem jetzt mal machen, in der Hoffnung, dass er vielleicht noch was spielt, was sich hochbufft. Den letzten Vipernhexer wieder auferstehen lassen. Wir haben nämlich perfekte Ziel mit seiner 10er-Karte. Wenn er jetzt einen Ghoul spielt und ihn noch frisst, dann haben wir immer noch die Alraunwurzel. Okay, wir haben keinen Ghoul. Wir können uns natürlich eine unserer Kreaturen stärken oder eine schwächen. Ich glaube, was wir machen, ist im Prinzip vollkommen egal. Das heißt, wir nehmen einen Schwächense. Ja, da habe ich einen kleinen Spielfehler gemacht. Ich hätte den Ghoul resetten sollen, dann wäre der komplett weg gewesen. Anstatt 10 Stärke drauf zu spielen. Aber man sieht es, wir haben dennoch sehr gut gewonnen. Okay. Gewinne 5 Partien mit Nilfgaard. Gutes Spiel sind. Ja, also man hat es gemerkt, dieses Nilfgaard, es funktioniert. Es läuft auch halt richtig flüssig, ne? Das ist so dieses Faszinierende. Und es macht halt auch wirklich Spaß. Und das war ein Ranked Match. Okay, habe ich falsch angemeldet, aber ist egal. Wir haben trotzdem ein Ranked Match gewonnen. Wollen wir noch ein Ranked spielen? Wir machen noch ein Ranked. Oh, wir spielen gegen wahrscheinlich Axtmänner. Das könnte interessant werden. So, den Resetter will ich auf jeden Fall haben. Ich lege erstmal ein Mahakam Ale ab. Verdorbenes Ale, ist das toll? Eigentlich nicht so. Oh, wir haben eine relativ doofe Hand. Müssen wir mal gucken, ob wir das Beste draus machen. Eine Salbe. Ich werde auf jeden Fall eine Salbe ablegen. Noch ein Sklavenmeister. Sklavenmeister gegen Axtmeister weiß ich gar nicht, wie die sind, aber man könnte sich natürlich die Schiffe rausziehen und könnte die Karten verteilen und verdorbenes Elbe nutzen. Das ist relativ cool. Ich werde mal noch die Raunwurzel ablegen. Ich werde auf jeden Fall den Spion behalten, denn ich werde jetzt in der ersten Runde ihm einfach den Spion geben und dann denke ich mal passen. Weil unsere Hand ist nicht so toll. Er könnte zwar dann die nächste Runde lang halten und uns ein bisschen rauslocken, aber wir müssen dann halt wirklich wie in der letzten Runde gucken. Oder soll ich... Ja. Okay. Er hat gepasst. Das ist sogar für uns gar nicht mal so schlecht. Ich werde... Ja, was werde ich opfern? Ich würde eigentlich ungern einen Sklavenmeister opfern.
Andere Karten bringen uns überhaupt nichts. Den Vivian Hexern zu opfern ist auch doof. Spionen würden wir die Runde verlieren. Ich werde jetzt einfach mal den Runstein opfern. Ja, also man sieht es hier. Zwei Karten würden uns überhaupt nichts bringen. Und Cynthia ist relativ cool. Die würde uns was bringen. Okay, er spielt schon die Schiffe. Das ist relativ cool. Aber es hat auch nur eine 13er Stärke-Karte, ne? Also, wenn man es sich so überlegt, mit einem anderen Alchemie-Effekt kriegt man wahrscheinlich mehr Stärke als 13. Von daher, ich mag diesen Runenstein einfach nicht so. Okay, wir haben die Alraunwurzel. Wir haben K hier. Ich werde die Alraunwurzel auf jeden Fall ins Deck packen. Jetzt hier noch Mahakamael. Und ich werde ihm jetzt erstmal Spion geben. Eine werden wir ziehen, die andere wird unten aufs Deck gelegt. Ich will auf jeden Fall den Novizen ziehen. Wir werden diese Runde ein bisschen länger machen. Einfach, weil ich die letzte entscheidende Runde gegen Axtmänner nicht lange halten will. Ja, Axtmänner sind auf langen Runden mit eines der stärksten Decks, waren sie jedenfalls früher. Ich denke mal diesmal auch noch. Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall rauslocken und werden dann am Ende unsere tödlichen Kombos raushauen. No one can hide from me. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so kritisch. So, spielen wir erstmal John, damit wir ihn in der nächsten Runde haben. Boah, jetzt haben wir wirklich Kack-Auswahl mit John, aber richtig Kack-Auswahl. Ich werde die Allraumwurzel spielen, werde John kräftigen für die nächste Runde, dass wir, wenn wir ihn wiederbeleben, halt als Elfer wiederbeleben. Es ist doof, weil die Allraumwurzel hätte ich wirklich ganz gerne gehabt für die Axtmänner. Kann man nichts machen. Okay, er muss überlegen. Das Problem ist an Axtmännern Decks natürlich auch. Okay. Den machen wir weg, bevor er sich hochbufft. Das Doofe an den Axtmännern Deck ist natürlich halt auch, dass er alle unsere Karten ziehen kann. Das heißt, wir müssen halt gucken, dass wir diese Dreierreihen hinkriegen mit dem Mahakamael. Ich würde tatsächlich jetzt ganz gerne erstmal das Mahakamael ausspielen. Ich hätte wahrscheinlich zuerst lieber das normale ausspielen sollen, was wir auf der Hand haben, aber egal. Ich überlege gerade, was haben wir als letztes für Ziehoptionen gehabt? Ja, buff den hoch. Also wir haben auf jeden Fall noch Peter. Die Runde kann er ganz gerne gewinnen mit den Angstmännern, ne? Ein verdorbenes L wäre jetzt eigentlich eine relativ coole Karte. Ich werde aber jetzt mehr Kater genau vom Bildschirm gesprungen. Ich sehe doch nichts. Moment, wo ist verdorbenes L? Hier. Ich werde es erstmal raushauen. Weil wir jetzt dafür ziemlich gute Ziele haben. So. Axtmänner sind übrigens diesen Patch auch relativ cool geworden. Das Problem an Axtmännern ist natürlich nur, die sind auch gleichzeitig genervt worden. So hart es sich anhört. So, jetzt spielen wir nochmal ein gutes Ale aus. Wenn da irgendwelche Kreaturen uns für uns hart schädigt, können wir sie immer noch weg, wilde Forzen. Ich werde, denke ich mal, noch einen Viper-Nexer spielen und werde erstmal den Axtmann wegmachen. Bevor er sich außer Rand und Band bufft. Ja, natürlich noch ein Axtmann, aber jetzt kommt unser Clou, denn... Perfekt. Wir ziehen einfach seinen Axtmann in einer Reihe. Also man merkt es halt auch, dieses Deck ist wunderbar zum Unterbrechen. Ich habe auch schon gegen Spionen Nilfgaard gespielt, konnte einfach mit der Salbe seine ganzen Spione, die er bei uns im Friedhof hatte, wiederbeleben. Dann konnte er keine Spione wiederbeleben, da war halt auch so ein bisschen machtlos. Also man kann den Gegnern auch seine Möglichkeiten nehmen, vor allem der Sklaventreiber ist dafür eine relativ coole Karte. Ja, das ist tatsächlich nicht so schlimm. Die Salbe würde ich mir ganz gerne aufheben. Ich denke, ich werde jetzt aber noch Vesemir raushauen.
Und das Mahakamer Ale, weil das Mahakamer Ale wird leider in der letzten Runde nutzlos für uns. Wir müssen halt nur unbedingt vor Harald aufpassen. Harald kann sehr, sehr kritisch werden, weil er jetzt 10 mal einzeln zuschlägt. Das heißt, wenn Axtmann in der Reihe ist, bufft er diesen Axtmann um 10 hoch. Aber na, müssen wir mal gucken. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch Harald diese Runde rauskriegen, weil ich will ihn nicht in der letzten Runde haben. Ich komm schon, spiel Harald. Ich weiß, du willst Harald rausholen. Pack ihn aus, den Krüppel. Das hört sich jetzt ein bisschen... Er heißt so. Da will noch jemand... So, ich werde mal noch einen Sklavenmeister spielen. Lässt einen Bronzesoldaten auferstehen. Das ist relativ cool, man kann jetzt noch einen Friedhof gucken. Wir haben keinen Bronzesoldaten. Okay, jetzt haben wir halt das Problem, wir haben eine sehr schlechte Auswahl. Ich werde einfach einen Axtmann nehmen. Ich werde den hier reinpacken. Wir werden nichts gebufft kriegen, aber er hat halt Rüstung, dass er den Regen abfängt. Da ist Harald. Perfekt. Ich kann jetzt grob falsch liegen. Ich werde es trotzdem tun. Ich werde Peter spielen. Denn ich glaube... Wilgefort spielen. Denn ich glaube, wir kriegen Peter aus dem Deck. Perfekt. Und zack. Das war's. Jetzt will ich passen nächste Runde. Ja, mehr muss ich nicht spielen. Ah, belebe deine Bronze-Einheit wieder. So, jetzt kann ich nämlich nicht mehr gewinnen. Er hat nämlich wahrscheinlich noch einen Stamford Stampede, genau. Wenn er den schon wieder belebt, bufft er alles hoch. Aber wir haben Kartenausgleich, er muss anfangen. Und wir haben immer noch unseren Elver-Leader, den wir uns einfach wiederbeleben können. Wir haben noch eine Salbe, dass wir einen Vipernhetzer kriegen. Ist nur die Frage, was ich zuerst ausspielen will. Okay, noch eine Salbe, das ist gut. Will ich die Salbe haben? Ich würde ganz gerne die Kräuterprobe haben. Sklaventreiber, Novize wäre auch noch okay. Noch ein Hexer wäre noch okay. Ich packe die Salbe mal weg. Okay, wir ziehen Novize, das heißt, wir haben im Prinzip eine bessere Salbe. What do you need? Okay. Ja, den belebt er wieder, aber den hexen wir ihm einfach weg. Now, how did that incantation go? So, hier, Bibi Blocksberg. Bam, weg ist er. Einfach jetzt keine Kombo mehr aufbauen lassen. Jetzt eine Kräuterprobe ziehen wir ein Träumchen. So, dadurch, dass wir den gekräftigt haben, kommt er jetzt selber wieder. Wir ziehen die Kräuterprobe, 24 Stärke plus, bam. Das war eine Kombo. Und dann hat er aufgegeben. Okay. Also man sieht es, dieses Deck funktioniert ganz gut. Wir haben jetzt auf, welchen Rang waren wir? 4200 plus MMR gespielt. Zweimal eigentlich relativ gute Ergebnisse gehabt. Das Deck ist lustig, es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich weiß nicht, wie die anderen Nilfgaard-Types sind. Wie gesagt, Spione funktionieren gar nicht mehr so gut, weil einfach die anderen Karten mittlerweile stärker geworden sind. Milgaard ist tot. Ich weiß nicht, wie sich das Soldatendeck durchsetzt im Vergleich zu den anderen Decks, aber dieses Alchemie-Deck ist, glaube ich, momentan sogar aktuell ein Top-Nilfgaard-Deck. Es macht sehr viel Spaß zu spielen, es hat sehr starke Kombos und es spielt sich halt wirklich flüssig. Ja? Da muss man gar nicht lange nachdenken. Man muss einfach nur die Karten raushauen und dann funktioniert das Deck wunderbar. Na gut, das war es soweit wieder mit einer neuen Folge Gwent-Deckschmiede. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gerne selber mal aus. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn wir mal gucken. Wir haben jetzt hier das Deck durch. Es gibt allerdings noch ein paar Decks, die ich gerne zeigen wollen würde. Die nächsten Folgen werden dann wahrscheinlich trotzdem leider mit mir alleine sein. Weil einfach, wie gesagt, über Weihnachten ist es sehr schlecht aufzunehmen. Na gut, wir sehen uns dann wieder. Haut rein und frohes Fest nochmal. Lasst euch reich beschenken und esst nicht zu viel.